Zurück in QM greift Vincent van Gogh nach langem Schweigen endlich wieder zur Feder. Er schreibt seinem Bruder einen sehr ausführlichen Brief auf Französisch. Zweifellos ist es der schönste Brief, den er je geschrieben hat. Er legt darin seine tiefe Wandlung offen. Es ist etwas in mir, aber was ist es? Was die Mauser bei den Vögeln ist, der Gefiederwechsel, sind für uns Menschen die Widrigkeiten, das Unglück. Es sind die schwierigen Zeiten. Man kann in diesem Zustand verharren, man kann aber auch wie neugeboren daraus hervorgehen. Natürlich geschieht das nicht in aller Öffentlichkeit, denn es ist kein schönes Schauspiel. Es ist besser, sich zurückzuziehen. Van Goghs letzte Farbpigmente fallen folgenschwer auf die Faserstruktur der Leinwand. Zum Einrahmen die Gedichte. Boah, ich leg Vincents Ohr auf die Schiene der Geschichte. Die Berichte malen Bilder im Kopf. Meine Seele wurde in abgrundtiefe Gefilde gelockt. Ich verschmilze mit Van Gogh und der grünen Fee, die aus der Distille tropft. Tatsächlich fiel er ins Loch, als mit der dummen Schlampe Schluss war. Glücklich über den Schlussakt, metaphorisch zu dem Schuss, den sich Van Gogh in die Brust gab. Die Zeit, als ich im Bodizentrum Zuflucht nahm. Danke, Abs. Mein drittes Ohr sitzt für Panischak. Liebe und Mitgefühl sind jetzt behutsam bewacht. Im Getreidefeld zog Vincent sein Hut vor mir ab. Mach die Bilder hörbar, wenn nötig, schreib mir Blut auf das Blatt. Gut, dass du's machst, so wird nach meinem Tod die Glut noch entfacht. Weißt du noch, wie er sich in den Feldern und Wäldern herumtrieb? Auf der Suche nach Licht, Dunkel und Hell unterschied. Wenn Kunst über Vernunft und somit der Welt unterliegt, findet man rotes, pastoses Pastellkolorit. Nachdem der Vogelschwarm mit der Schallwelle flieht, kann Irreparabel nur die Werke betrachten, die ihm sein Held hinterließ. Rest in Peace! Irreparabel, Van Goghs Klangvater. Er bekam die Belehrung über Samsara, auf dass er vom Getreidefeld aus in den nächsten Kreislauf fällt. Auch ich sammle Karma während der Lebenszeit. Im sogenannten Jenseits lasse ich's mir in Farben auszahlen, um einen weiteren zweiten Irren aufs Garten zu malen. Simultan Kontraste strahlen. Irre lässt sich nicht versklaven, wie malen nach Zahlen. Irre Parabel malt mit freier Hand, seit er den Schaden bekam. Irre Vincent findet die Quintessenz im Garten vergraben. Oder im Yard, oder was die Koordinate gerade sagt. Irre Parabel mit Vincent van Gogh auf dem edlen achtfachen Pfad. Weißt du noch, wie er sich in den Feldern und Wäldern herumtrieb? Auf der Suche nach Licht, Dunkel und Hell unterschied. Wenn Kunst über Vernunft und somit der Welt unterliegt, findet man rotes, pastoses Pastellkolorit. Nachdem der Vogelschwarm mit der Schallwelle flieht, kann Irreparabel nur die Werke betrachten, die ihm sein Held hinterließ. Rest in Peace! Dennoch war es in diesem Elend, dass ich meine Kraft zurückkehren fühlte. Und ich sagte mir, was auch immer geschehen möge, ich schaffe es, wieder hochzukommen. Ich werde wieder zum Stift greifen, den ich in großer Entmutigung weggelegt habe. Und ich werde wieder zeichnen. Tatsächlich, so schien es mir, hatte sich alles für mich verändert. Und jetzt bin ich auf dem Weg.